Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge From Zero to Hero. Ich bin hier gerade in den Höhen der Zeit auf den Weg zum Ausmerzen von Straightholm. Und dazu wandern wir einfach mal hier hinein. Und dürfen diesmal Zeuge werden, wie Arthas damals hier gewütet hat. Natürlich versucht wieder mal der ewige Drachenschwarm hier die Vergangenheit zu ändern, was wir natürlich verhindern müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Geschichte so verläuft, wie sie verläuft, egal wie schmerzhaft sie ist. Hi. Ja, Illusion Mann. Und ach ja, das. Und ja, müssen wir halt nur mal durch, wa? Die fühlen sich natürlich ein bisschen angepisst, dass ich hier einfach so auftauche, hinten bei denen im Dings, ne? Und wir müssen jetzt diese Illusionen hier bannen. Illusionen sind hier diese Kornkisten. Und wie ihr seht, wir sind in den östlichen Pestländern, aber noch nicht so pestig wie früher, sondern alles noch wie gehabt, wie es mal war. Sind wir eigentlich direkt in Andoral? Steht das hier aus irgendwo? Nee, schade. Hätte mich mal interessiert, ob wir in Andoral sind. Ja, wir müssen jetzt erstmal unseres Weges gehen und diese Illusion bannen auf dem Weg nach Straightholm. Finde ich sehr geil gemacht eigentlich, die Instanz, weil das nicht nur, man ist direkt da, sondern man hat hier tatsächlich noch die Möglichkeit, mal ein bisschen durch die Gegend zu flitzen. Kann man eigentlich auch mal eine super Gildenparty feiern, hier schön besoffen. Obwohl, geht ja nun bis zu 5 Mann. Nee, dann vergiss es. Saufen in der Vergangenheit. Wäre doch mal was. Kann man auch so machen. So, das ist die letzte Illusion, die wir bannen müssen. Illusion gebannt. Okay, dann werden wir uns mal aufs Pferd begeben und ein wenig reiten. Das Witzige an den Höhen der Zeit ist immer, wenn man, sagen wir mal, einen Charakter spielt, der zu der Zeit noch nicht, also ein Volk spielt, das zu der Zeit noch nicht hier war, also das bis dahin noch nicht gab, zum Beispiel in Draenei, wird man automatisch verwandelt in einen Menschen oder eine andere Rasse. Das ist eigentlich ganz cool. So. Dann kommen wir mal nach Straightholm. Haben wir das nicht schon einmal gemacht? Kann sein. So, Komi möchte, dass ihr Arthas in seinen Ausmerzaktionen in Straightholm begleitet. Ihr sollt wieder mit ihr sprechen, nachdem ihr mal Garnes besiegt habt, ja. So. Und jetzt müssen wir eigentlich, glaube ich, nur noch warten, dass der Prinz eintrifft. Oder irre ich da? Oder ist er schon da? Oder ist er irgendwo? Kam der hier nicht vorher? So. Gucken wir mal, irgendwo muss er das Prinzilein sein. Hab ich was verpennt? Moment mal. Wo ist denn der Prinz? Arthas? Hallo? Willst du mal deinen Arsch hierher schwingen? Oder hätte ich erstmal Chromi anquatschen müssen, damit es beginnt? Ich weiß nicht. Guck mal. Schon lange nicht mehr hier gewesen. So sieht man sich wieder. Ja, ach ja. So, da kommt da der Arthas. Ne, das ist nicht der Arthas, das ist der Uther. Uther Lichtbringer. Und Arthas kommt aus Straightholm gerade gelaufen. Jaina müsste eigentlich ja auch mit von der Partie sein. Wie schön, dass ihr es geschafft habt, Uther. Ja, das ist Jaina. Nicht in dem Ton, Junge. Ihr mögt der Prinz sein. Aber als Paladin bin ich euer Vorgesetzter. Als könnte ich das vergessen. Hört her, Uther. Ihr solltet etwas über diese Seuche wissen. Oh nein. Wir kommen zu spät. Diese Leute sind allesamt infiziert. Noch sehen sie normal aus, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie Untote werden.
Was? Diese ganze Stadt muss gesäubert werden. Wie könnt ihr so etwas nur denken? Es muss einen anderen Weg geben. Verdammt, Uther. Als künftiger König befehle ich euch, die Stadt zu säubern. Ihr seid noch nicht mein König, Junge. Und selbst wenn, würde ich den Befehl nicht ausführen. Dann muss ich das als Hochverrat ansehen. Hochverrat? Seid ihr nicht bei Sinnen, Arthas? Nicht? Lord Uther, durch das Recht der Erbfolge und die Herrschaft der Krone. Hiermit entbinde ich euch von eurem Kommando und entlasse eure Paladine aus meinen Diensten. Arthas, ihr könnt nicht einfach... Es ist geschehen. Wer willens ist, dieses Land zu retten, der folge mir. Alle anderen, geht mir aus den Augen. Klare Ansage vom Chef. Diesmal seid ihr zu weit gegangen, Arthas. Jaina? Tut mir leid, Arthas. Ich kann das nicht mit ansehen. Im Prinzip ist das aber eigentlich auch scheiße von denen. Sie hätten ja trotzdem versuchen können, ihn zu stoppen. Aber dadurch, dass sie einfach gehen und nichts tun, ist es eigentlich... Naja, auch nicht richtig, gell? Mein Fern qualmt. Wahrscheinlich, weil es gerade gelöscht wird. So, komm, Digga. Wir rocken die Party hier. Bezieht hier Stellung und ich führe einen Trupp nach Stratholm und beginne mit der Säuberung. Jawohl. Wir müssen die Infizierten aufhalten und eliminieren. Zum Wohle Lordaerons. Ich buffe uns. Okay, bereit. Ey, renn mal nicht so. Der Anfang ist auch erst ein wenig ätzend, kann ich schon mal sagen. Bis die ersten beiden Bosse umgekloppt sind. Das ist jetzt ungefähr so ähnlich wie bei der violetten Festung. Wir rennen ein bisschen quer durch die City. Ich werde nicht zulassen, dass diese Seuche sich ausbreitet. Alle sind bereit. Vergesst nicht, diese Leute sind alle infiziert und werden bald sterben. Wir müssen Stratholm säubern, vergesst um den Rest Lordaerons vor der Geißel zu schützen. Los jetzt. Ja, wir können tatsächlich, glaube ich, sogar Unschuldige hier killen. So, the prince is coming. Könnt ihr uns helfen? ja. Ich kann euch nur mit einem schnellen Tod helfen. Was? Habt ihr das gesehen? So. Ja, es ist der Anfang. Oh. Ich habe euch erwartet, junger Prinz. Ich bin Mal'Ganis. Wie ihr sehen könnt, gehört euer Volk jetzt mir. Nun werde ich die Stadt Haus für Haus umkrempeln, bis die Flamme des Lebens für immer erlischt. Das lasse ich nicht zu, Mal'Ganis. Lieber sollen diese Leute durch meine Hand sterben, als euch im Tod als Sklaven zu dienen. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Oh. Hä? Mal'Ganis wird sicher seine Geißeldiener schicken, um uns aufzuhalten. Diejenigen mit dem stärksten Was? Stahl und Zauber unter euch bilden die Vorhut, um sie zu vernichten. Oh, Schadens- und Heilzauber. Ich führe den Rest meiner Streitkräfte bei Stratholms Säuberung. Da habe ich wohl was nicht richtig gelesen. Sorry dafür. Muss ich den Prinz jetzt nochmal ansprechen? Nein. Okay, ihr seht immer auf der Karte, wir haben hier so eine Flaggen. Und bei diesen Flaggen müssen wir, tauchen immer so eine Überzombies hier auf. Quasi die Chefzombies sind. Die müssen wir jetzt immer alle umrotzen. Währenddessen werden wir natürlich von ganz vielen kleinen so Krepelzombies attackiert, die aber nichts drauf haben außer Zahnbelag. Die kann man zusammenziehen und wegbomben. So, ab und zu ist hier mal so ein Totenbeschwörer am Stissel. Da auch nicht viel drauf. So, wo ist die nächste Flagge? Flagge. Ja, das ist ein bisschen hin und her gerenne. Aber, naja, muss man halt durch. Ja, die Stadt ist ein bisschen größer. Wie konnte ich das denn überlesen mit den Schadenszauber? Ich habe Schadenseffekte oder sowas. Keine Ahnung. Naja. Ist halt so. Ja, und wir haben insgesamt 10 Angreiferwellen, haben dafür 25 Minuten Zeit, bis
etwas passiert, was ich aber versuche natürlich zu schaffen. Ich versuche das ja unter 20 Minuten hier. Weil ihr könnt hier noch einen Drachen abstauben. Dazu müsst ihr halt es vollbringen, in diesen 25 Minuten einen bestimmten Boss umzumieten. So, praktischerweise kommen die hier wieder. Wow. Nerv mal jetzt hier nicht. Zeit zum Spielen. Jawohl. Erster Boss. Der Herr Fleischhaken. Der konnte einen mal ranziehen. Das hat ein bisschen genervt, glaube ich. Aber sonst konnte der nicht viel. Du bist mein Spielzeug. 25 Stärke. Na, wir haben bessere. Aber hat noch einen Sockel. So, leider können wir hier nicht aufmounten, was die ganze Sache ein wenig ätzend macht. Da war es immer ganz praktisch, einen Jäger am Start zu haben, der dann damals mit seiner Rudelfähigkeit uns alle schneller laufen lassen hat. Bip. So. Kann ich noch nicht wirken. Boah, ey, diese kleinen Kack-Zombies. Kann ich noch nicht wirken. Ja, meine Zaubermacht ist erhöht. Bam, hast du es gesehen? 67.000, ja. Gut. Dann mal weiter. Da hinten ist der nächste. Ja, und so kloppen wir uns jetzt hier eigentlich nur durch. Es gibt auch einen Erfolg, wenn man eine bestimmte Anzahl an Zombies killt im späteren Verlauf auf einer bestimmten Strecke. Oder man muss bis zu einem bestimmten Punkt eine bestimmte Anzahl an Zombies weggefetzt haben. Und dieser Erfolg war damals sehr schwer zu bekommen und ist auch sehr wichtig, wenn man den roten Protodrachen haben möchte. Also für diesen Meta-Erfolg. Gut. Ach, da hinten. Ey, wenn dieses Hin- und Herlaufen hier nicht wäre, ne? Aber ist ja, haben es ja gleich geschafft schon. Loot. Wir sind bei der vorletzten Welle. Das ist schön. Und dann kommt ja nur noch der Chef. Das Gute ist, ihr könnt ja alle auch übrigens die Häuser, soweit es geht, wenn sie offen sind, auch betreten, ja? Könnt euch ein wenig umgucken. Wie Straightheim früher aussah. Hier war ja der Dienstboteneingang, den kennen wir ja noch. Lala, meine Fresse. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, ihr seht, zu spät. Die Zombies werden hier auch immer mehr. Die kann ich noch nicht wirken. So, und wir müssen jetzt den Boss umhauen. Das ist Salaram, der Fleischformer. Das ist der Gute da. Das ist ein Totenbeschwörer. Der hat aber auch nicht viel drauf. Das lädt komm immer ran hier. Unterhaltung ist da. Ja, das ist fühlst du dich unterhalten? Platte. Handgelenke. 15 Stärke. Trefft mich sofort am Rathaus. Aber hat Parry drauf, also. Brauchen wir nicht. So, ja, Arthas hat da gerade irgendwas gelabert mit trefft mich sofort am Rathaus. Dann gehen wir mal zum Rathaus. Wenn der Prinz das sagt, machen wir das auch. Ist ja unser zukünftiger Boss, ne? Kurzzeitig. Bis wir dann, ich muss näher ran. Einen neuen Chef bekommen, weil der alte wurde gekündigt. Lordaeron wird gerettet. Wir tun das, was das Beste verloren ist, ist eure Hoheit. Geht voran, Prinz Arthas. Na klar. Du kennst immer den Weg. Ah, ihr seid endlich da, Prinz Arthas. Ihr kommt gerade noch rechtzeitig. Stört nicht. Ja, ich bin froh, dass ich vor der Seuche zu euch gelangt bin. Was ist dies für ein Zauber? Es gibt nichts, was ihr verstehen müsst, Arthas. Alles, was ihr tun müsst, ist sterben. Und ihr seht's, der ewige Drachenschwarm kann ich noch nicht wirken. Ist natürlich mit von der Partie. Er hat sich gebufft. Mal'Ganis scheint mehr als nur die Geißel in seinem Arsenal zu haben. Na klar, Mal'Ganis. ja. Mal'Ganis klingt irgendwie wie so eine Zahnpasta. Mal'Ganis für Kinder. Wie mit dem süßen kleinen Dämon drauf. Ich seid auf alles gefasst. Na klar. Das läuft immer noch auf. Bin total gefasst.
So. Können wir weiter? Kannst du es nicht glauben, dass sie tot sind? Ja, ich warte nur auf dich, Digga. Und das finde ich zum Beispiel ziemlich cool hier, dass dieser Weg hier durch das Rathaus und so, das ist schon. Achtet auf eure Deckung. Irgendwie sie nice gemacht. Haben sie in dieser Halle umstellt. Haben sie nicht. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Brauche ein Ziel. Siehst du? Haben sie nicht. Die Lappen. Komm. Komm. Komm jetzt. Komm. Na komm. Na komm. Lauf. Morganis macht es uns nicht leicht. Ein Schritt vor, zwei zurück, ne? Nee, Quatsch. Machen wir lieber nicht. So. Sie sind sehr beharrlich. Ja, sie sind haarig. Kann ich noch nicht wirken. Naja, eigentlich eher schuppig. 19 Minuten verbleibend. Was kann er mir noch in den Weg legen? Chronolord Epoch. Prinz Arthas Menethil. Die Stimme von denen so geil. Hat sich heute eurer Seele bemerkt. Mit diesem Hall. Der Tod, den ihr über andere bringen wolltet, wird euch heute. Für Lordaeron tue ich, was getan werden muss. Und weder eure Worte noch eure Taten halten mich auf. Na klar. Ich kann dieses Tier nicht anlassen. Ich kann nicht sehen. 27 Stärke. Hier ist aber. Nein. Okay, Arti. Du musst nicht immer stehen bleiben. Der schnellste Weg zu Mal'Ganis liegt hinter dem Bücherregal davon. So, und unser Ziel jetzt ist der ewige Verderber. Es geht ganz schnell. Wir haben noch 19 Minuten Zeit, diesen zu erreichen. Und wir sind. Wie gut, dass dieser Geheimgang noch existiert. Eine Zeit. Woher kennst du den? Warst du hier schon öfters? Und da sitzen schon ein paar sehr lange, die wohnen scheinbar. Wusste nicht jeder von deinem Geheimgang, Arthas. Zumindest nicht der die auch mal füttern sollte. Naja, gut. So, er ist plötzlich draußen. Ein kleines Opfer zum Wohle. Lasst uns diese Stelle so schnell wie möglich passieren, falls uns die. Das lädt immer noch auf. Dann kann ich noch das nicht Feuer. Ich habe kein Ziel. So, wir bomben hier mal alle weg. Ich bin außer Reichweite. Das lädt immer noch auf. Er rennt einfach vor, ganz straight. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Hallo, anvisieren. Na, das läuft doch. Das lädt immer noch auf. Jawohl. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ach, Freunde, und in der nächsten Episode geht's auch schon an die ersten Raids. Kann ich noch nicht wirken. Das ist richtig cool. Ziel. Und darauf freue ich das mich schon am meisten. Weil wie gesagt, Seelenschmiede und so, das machen wir dann zu gegebener Zeit, wenn wir die Eiskron-Zitadelle generell stürmen wollen. Also zum Schluss von Nordend. Ich werde auch das Rubin-Sanktum vorher machen. Einen Moment aus und nein! Durch. Nein! Wir müssen bald weiter. Nein! Ja, weiter. Ja? Ich glaube, ich muss jemanden angreifen, dann geht's weiter. Oder? Wie einen Moment ausruhen. Keine Zeit. Das ist genug. Wir müssen weiter. Kann ich noch nicht wirken. Alter, der Einzige, der chillt, bist du. Das ist zu weit entfernt. Ich habe hier schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet. Mison Plas. Das lädt immer noch auf. Komm ran. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Ich würde den Zombie. Hallo, visier ihn an. Er macht's nicht automatisch. Das nervt. Oh, ihr seid cool, weil ihr eine Kutte tragt. Ja, schon ein bisschen ätzend hier. Die ganzen kleinen Zombies. Ja, gut, der kann ja auch mal ein bisschen mitmachen. Arthas, du darfst heute mal mitspielen. So. Kann ich noch nicht wirken. Wir haben noch 15 Minuten über. Sehr schön. Schön, sehr schön. Und dann holen wir uns natürlich noch das Bonusziel, den ewigen Verderber. Endlich etwas Glück. Die Marktgasse brennt noch nicht. Mal'Ganis sollte am Kreuzzüglerplatz sein. Sagt mir, wenn ihr soweit seid. Ja, sind wir noch nicht, weil jetzt hier einmal rum. Und da hinten seht ihr
einen Wächter der Zeit, also einen bronzenen Drachenschwarm, der hier vom ewigen Verderber festgehalten wird. Und der ewige Verderber, den werden wir jetzt mal... Das ist zu weit entfernt. Noch nicht vorbei. Und dafür gibt es die Züge des Bronzedrachen, werde ich jetzt nicht mitnehmen, weil bringt mir nichts. Kann ich sowieso nicht mehr lernen, kann ich auch nicht verkaufen. Ja, das müsst ihr einfach nur in diesem Zeitfenster schaffen, dann ist alles cool. Und hier könnt ihr überall reingehen, das finde ich total eigentlich geil gemacht. So, mal zurück zu Ardi. Dam, 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 fürs letzte Gefecht rüsten. Wir müssen nämlich jetzt nochmal Garnes auf den Latz hauen. Hi. Möge das Licht gnädig sein. Die Gerechtigkeit wird auch. Möge die Gerechtigkeit gnädig sein, denn ich bin es nicht. Hi. Wir beenden das hier und jetzt mal, Garnes. Nur wir beide, sonst niemand. Das wird ein guter Fest. Ich kann das nicht angreifen. Ja, wenn ihr ihn auf Null habt, rennt er weg. Cool. Übrigens, sammelt eure Streitmacht und folgt mir in das arktische Land Nordend. Dort werden wir unsere Rechnung begleichen. Dort wird sich euer wahres Schicksal offenbaren. Wenn es sein muss, jage ich euch bis ans Ende der Welt. Habt ihr gehört? Bis ans Ende der Welt! Ihr habt euch gut geschlagen. Alles, was Mal'Ganis zurückgelassen hat, gehört euch. Na klar, es ist eure Belohnung. Schon eingesackt. Ich muss jetzt die Expedition nach Nordend planen. Wow. What a man, what a man. 17 Angriffskraft. Das ist immer noch besser, wa? Ah, das Parry ist scheiße. So, jetzt müssen wir natürlich noch warten. Also wir haben die Zeitlinie gerettet und jetzt müssen wir noch warten, bis hier Chromi mal wieder angerauscht kommt. Die müsste jetzt ja eigentlich gleich mal angeflattert kommen. Da. Ja, das ist Chromi. Nix von wegen kleiner Gnome oder so, dass sie sich in kleinen Drachen werden. Du fliegst gerade den Boden rein. Verwandelt? Nein. Sie ist tatsächlich ein Big, ein sehr großer Drache. Ist das scheiße. Ja, bis ich die mal loswerde. Wahrscheinlich vielleicht ab der nächsten Folge, denn ab der nächsten Folge geht's los mit Raids. Ich bin auch am überlegen, was ich als erstes mache, aber ich hoffe, ihr seid dann dabei und ich freue mich jetzt schon auf euch. Bye, bye.